Also vielen Dank. Das ist ja immer gut, wenn man am Anfang von einem Vortrag sagt, dass das ein total schwieriges Thema ist und dass man das eigentlich gar nicht bearbeiten kann, weil dann wird der Vortrag, auch wenn er schlecht ist, immer ganz gut. Aber es ist in der Tat ein schwieriges Thema. Und ich will Ihnen versuchen auszuführen, warum. Vielleicht die nächste Folie. Bevor ich damit aber starte, jetzt haben Sie ja sozusagen das Corporate Design des Klinikverbundes Allgäu gesehen, will ich auf das, was gerade schon anklang, nochmal eingehen. Man mag sich ja fragen, warum jemand so doof ist und zwischen Kempten und Essen hin und her fährt, weil es nicht der nächste Weg ist, weil es mit Aufwand zu tun hat, weil es zumindest in Deutschland so ist, dass man, wenn man nicht Vollzeit in der Klinik arbeitet, auch wahrscheinlich da wenig angesehen ist, wo man nur Teilzeit arbeitet, eine Randerscheinung ist, ein Auslaufmodell, was ich schon alles gehört habe. Der Punkt ist, dass ich schon sehr, sehr lange dem Gedanken hinterherhänge, dass Qualität in der Medizin ein schwieriges Kapitel ist, weil es sehr stark von subjektiven Empfindungen abhängt. Und weil ich eben die Möglichkeit hatte, vor vielen Jahren mit dem Team in Essen schon eine Struktur zu haben, die seiner Zeit einfach weit voraus war. Und jetzt ist es so, und Sie sehen oben die Hauptprotagonisten abgebildet, dass ich wirklich sagen muss, das ist ein total schönes Erlebnis, in einer Klinik mitarbeiten zu dürfen als Randerscheinung, in der die Professionalität und tatsächlich Quality of Care an erster Stelle steht. Und es ist natürlich vor allen Dingen Herrn Hades und Herrn Streitbürger zu verdanken, die diese Klinik leiten. Und deswegen freue ich mich auch, dass ich die Möglichkeit habe, sozusagen als Peripherchirurg zu dem Thema heute was sagen zu können. Und dann könnten Sie bitte auf das nächste Bild gehen. Und das ist eigentlich die Key Message. Das ist wirklich eine Frage der Perspektive. Sie sehen da den einen, der sieht das Boot in Sicht und der andere sieht das Land in Sicht. Und wenn man jetzt was sagen soll zu dem Thema Qualitätskriterien für einen guten Sarkomchirurgen oder für gute Sarkomchirurgie, dann fallen mir auch viele Patienten ein, wo wir tolle Operationen gemacht haben und spektakuläre Sachen gemacht haben. Und man sich am Ende aber auch fragen muss, ist das aus Sicht des Patienten auch das, was es wirklich sein soll? Ich weiß, es ist in der Wissenschaft immer schwierig, mit Anekdoten zu arbeiten, aber ich will es trotzdem tun. Mein Nachbar hier im Allgäu, an einem ganz schlimmen Krebs erkrankt, ist mit den modernsten Segnungen der Therapie behandelt worden. Und er hat nach einer monoklonalen Antikörpertherapie leider eine Myelitis, also eine Entzündung der Nervenbahnen bekommen und eine Tetraplegie, also einen Querschnitt, der ihn quasi an den Rollstuhl gefesselt hat, ihn auch nicht mehr atmen ließ und er daran dann auch gestorben ist. Und er hat zu mir gesagt, ich hätte doch lieber meinen Krebs zurück. Und damit will ich nur plakativ natürlich zeigen, dass es wirklich eine Frage der Perspektive ist, was Qualität ausmacht. Und ich sage das deswegen, weil ich Ihnen heute ersparen will, irgendwelche tollen Bilder von Operationen zu zeigen. Da gibt es solche, auf die kann man vielleicht stolz sein. Und dann gibt es solche, für die geniert man sich. Und das will ich nicht tun, sondern ich will es von der anderen Seite anpacken. Und damit könnten Sie das nächste Bild zeigen. Und es gäbe eigentlich einen sehr, sehr guten Aufhänger, den ich dazu hätte verwenden wollen. Aber Sie sehen selber in Rot eingerahmt, dass die Verbreitung der Inhalte der Konsultationsfassung der S3-Leitlinie adulte Weichgewebesarkome auch im Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen nicht gestattet ist. Und deswegen werde ich auf diese Konsultationsfassung, Klammer auf, leider, Klammer zu, nicht weiter abheben können und muss deswegen quasi in andere Gefilde ausweichen. Was aber nichts macht, weil die Prinzipien, wie Qualität tatsächlich bewertet werden kann und auch entwickelt werden kann, dann doch sehr ähnlich sind. Aber Sie können diese Konsultationsfassung im Internet sich angucken und sie ist hochinteressant. Und sie hat auch, das sehen Sie auch links unten, die Möglichkeiten, Kommentierungsbogen,
abzugeben. 6.5.21 war die Deadline. Nun malen die Mühlen manchmal etwas anders. Ich habe sie gut durchgearbeitet. Ich habe keinen weiteren Kommentar. Es ist eine fantastische Leitlinie. Und dann bitte das nächste Bild. So, was sind denn Qualitätskriterien? Und das ist das große Problem. Und Sie sehen, wir sind schon ganz weit weg von Patienten, von Einzelschicksalen, von plakativ dargestellten tollen Operationen, sondern Qualitätskriterien sind ja ganz klar definiert. Und das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin ist den meisten von Ihnen wahrscheinlich nicht bekannt. Manche von Ihnen mögen den Begriff des IQ-TIC schon mal gehört haben. Und allein diese beiden Organisationen sind für mich symbolhaft in den letzten Jahren nicht nur entstanden, sondern auch zur Stärke gereift, die, wenn man es negativ formuliert, regulatorische Eingriffe in unser Versorgungssystem vornehmen. Wenn man es positiv begreift, tatsächlich bemüht sind, das, was wir tun, in messbare Kriterien umzuwandeln. Das heißt, wenn man über Qualitätskriterien spricht, dann ist natürlich wichtig, dass man zunächst mal Qualitätsindikatoren hat, über die man spricht. Und das ist mitnichten die Zufriedenheit des Chirurgen, der Chirurgin über die durchgeführte Operation. Und diese Qualitätsindikationen bedürfen natürlich einer entsprechenden Dokumentation und Analyse, weil nur damit tatsächlich bewertet werden kann. Und auch klar ist, dass natürlich, ich sage jetzt mal, das Einzelschicksal durch die Maschen fällt, aber statistische, aussagekräftige Erkenntnisse gewonnen werden können, ob tatsächlich Qualität vorhanden ist oder nicht. Und ich zeige Ihnen unten mal diese Grafik. Das ist sozusagen aus dem Traumaregister der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie. Das war damals auch sozusagen die Initialzündung für uns in Essen mit den Sarkomen, sowas wie ein Tumorboard zu etablieren, als das noch gar nicht so spruchreif gewesen ist, weil wir das parallel im Traumasektor gemacht haben. Und Sie sehen ganz oben die Fallzahl, 240.000 Patienten, die im Traumaregister erfasst worden sind, mit einem Aufwand, der enorm ist, mit dem man sozusagen Registerdaten gewonnen hat, aus Eigeninitiative, ohne Funding durch den Staat oder durch Krankenkassen oder durch irgendwen, und auf die Art und Weise tatsächlich in die Lage gekommen ist, überhaupt mal festzulegen, wie gut sind denn die Daten, die dort eingegeben worden sind. Entschuldigung. Und Sie können eben erkennen, dass in dem Ampelsystem mit grün mehr als 95 gut dokumentierte Fälle gelabelt sind und das eben eine rote Fahne bedeutet, dass man tatsächlich ein Problem mit seiner Datenakquise hat. Und das ist ein Punkt, den ich herausstellen will, dass Qualität bedeutet, dass man überhaupt etwas hat, was man messen kann und was man nachvollziehbar machen kann und sagen kann, habe ich denn das Ziel meiner Maßnahme erreicht oder habe ich es zum Teil erreicht, gelb, oder habe ich es nicht erreicht. Und diese Indikatoren, die sind tatsächlich wichtig. Und man fragt sich natürlich, oder Sie fragen sich, was erzählt er uns eigentlich? Wir wollen doch hören, wie man gut operiert. Nein, das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern es geht darum, ob die Prozesse, die letztlich zur guten Operation führen sollen, auch wirklich gut sind oder nicht. Und der Ansatz ist eben, dass man mit diesen Indikatoren quasi die medizinische Versorgung oder deren Qualität operationalisiert. Das bedeutet, etwas, was gar nicht greifbar ist und gar nicht fassbar ist, weil man sich ja gegenseitig höchstens erklären kann, dass man der beste Operateur ist, wird tatsächlich in eine Matrix übersetzt, die erlaubt zu messen, ist das gut, was man macht, oder ist es schlecht. So, jetzt das nächste Bild. Und wichtig ist, dass diese Qualitätsindikatoren sich natürlich beziehen müssen auf einzelne Aspekte der Versorgung. Und auch hier können Sie natürlich im Geiste die Analogie herstellen, wenn Sie sich rechts die Tabelle angucken. Sie können nehmen sowas wie Imaging zum Beispiel bei den Tumoren. Also welches Imaging? Das ist ja in der Literatur klar, dass das MRT für das Weichgewebe Sarkom der Goldstandard ist. Und da kann man auch relativ leicht operationalisieren, ob das Imaging bei allen Patienten gemacht ist, wie hoch sozusagen die Kennungsgrenze ist, liegt sie bei 90%, bei 95% und so weiter.
Und das ist das, was die rechte Tabelle auch zeigt. Das ist nur eine Tabelle von ganz vielen aus diesem Dokumentationssystem oder der Systematik des Traumaregisters. Und auch hier sehen Sie, dass quasi Versorgung und Aspekte, also ist der Blutdruck erhoben worden, ist die Pupillenreaktion untersucht worden, also auch schon sehr detailreiche Aspekte bewertet sind mit Grün, mit Gelb und Rot und damit eben klar wird, dass diese Dinge, die, und das sehen Sie links im Text, die für die Gesamtversorgungstextur eine hohe Relevanz haben, dass die auch sorgfältig gemacht worden sind und dass deren gemacht worden sein auch dokumentiert worden ist. Dann können Sie eigentlich das nächste Bild machen, weil natürlich erwarten wir alle, dass wir eine medizinisch hochwertige Versorgung haben, aber wir sind in ganz vielen Bereichen eben noch ziemlich, sagen wir mal, am Anfang unterwegs, weil für vieles Geld ausgegeben wird, aber für Dokumentation und für Struktur eben leider nicht. Und Sie sehen ja das Datum 1988 von der JCAO veröffentlicht, Kriterien. Ich meine, die sind generell gebräuchlich, die finden Sie in vielen Unternehmen, die finden Sie natürlich auch in der Medizin. Und das sind nur so ein paar Beispiele für die Medizin, was alles an Qualitätskriterien eigentlich vorhanden ist. Ich will es jetzt mal auf die Sarkome runterbrechen, weil da wollen wir ja hinkommen. Die Zugänglichkeit der Versorgung, das ist nicht, dass man wo anrufen kann und sagen kann, ich brauche einen Termin, sondern das ist eigentlich die Einsteuerung in die entsprechenden Zentren, die natürlich noch rudimentär ist, weil wenn es Selbsthilfegruppen wie Sie nicht geben würde, wenn es nicht Netzwerke geben würde, von den offiziellen Stellen, sprich Kostenträger und so weiter, eine entsprechende Zugänglichkeit der Versorgung einfach nicht gegeben ist. Natürlich die Angemessenheit der Versorgung, da haben wir gerade gesehen, da gibt es ganze Tabellenblätter, die man entwickeln kann, Stetigkeit, Koordination und so weiter und so weiter. Ich will es gar nicht durchlesen, weil Sie es einfach auch selber sehen können, bis hin zu dem Punkt Patientenorientierung der Versorgung und natürlich auch gerade bei onkologischen Erkrankungen die Rechtzeitigkeit der Versorgung. Also schafft man das auch innerhalb der Zeitvorgaben, die wiederum durch Studien belegt sinnvoll sind. Dann das nächste bitte. So, jetzt kommt wieder ein bisschen mehr Text. Für welche Versorgungsaspekte kann das denn gelten? Und auch das ist was, was jetzt nicht sarkomspezifisch ist, sondern das ist ganz allgemein im Gesundheitssektor. Und nochmal, es gibt ganze Meter von Qualitätsinitiativen. Denken Sie an die Qualitätssicherung Endoprothetik oder Traumaregister, hatte ich erwähnt, oder Onkologie oder Schlaganfall oder Mammakarzinom. Also es gibt ganze Reihen von Registern, die nach dieser Matrix schon aufgebaut worden sind, um eben bewerten zu können, ob es in verschiedenen Bereichen Probleme gibt oder ob es richtig läuft. Und einige dieser Punkte, hohe Frequenz, Über-, Unter- oder Fehlversorgung, Versorgungsvariabilität, die will ich im Folgenden rausgreifen. Und dann könnten Sie das nächste Bild bitte machen. Ja, also leider kann ich auf diese Konsultationsfassung nicht zugreifen. Ich hätte lieber das Bild der Sarkome gebracht, aber das ist nur mein Beispiel. Das ist ein Klassiker für die Bewertung von Qualitätskriterien. Und ich sage das ganz bewusst, nachdem ich hier in Kempten in einem Krankenhaus sitze, wo ich natürlich da komplett durchfalle, wenn wir über das Thema Sarkome sprechen. Und deswegen will ich an der Stelle auch ein ganz klares Plädoyer setzen dafür, dass Patienten mit diesen Erkrankungen in Einrichtungen gehören, die nicht Klinikum Kempten heißen, sondern die die Zentren sind, die sich mit der entsprechenden Fallzahl beschäftigen. Und dann kann es so wie bei uns eine Situation geben, dass man eben das Glück hat, an so eine Einrichtung wie in Essen angeflanscht zu sein und nicht irgendwie nur operative Kapazität, sondern das Ganze, die Umgebungstextur, die Versorgungstextur mitzunehmen und woanders zu verorten. Aber das Thema Fallzahl ist natürlich ganz klar einer der heißen Topics, wenn es um die Qualität, wenn es um Qualitätskriterien geht. Und das darf ich schon sagen, dass, wenn ich alleine mal nach Essen schaue, die Zahl an tumororthopädischen Eingriffen so unfassbar ist, dass man einfach aus jedem Winkel die Routine spürt, die da bei allen Playern, nicht nur bei den Operateuren und Operateurinnen, sondern auch bei allen vorhanden ist, was dann einfach tatsächlich auch Qualität macht und Qualität auch messbar macht.
dann das nächste Bild. Die Fallzahl ist aber nicht nur das Einzige, sondern es gibt natürlich auch dieses Thema Über-, Unter-, Fehlversorgung. Und da können Sie ganz viel reinpacken. Da können Sie den Resektionsstatus reinpacken, da kommen wir noch dazu. Da können Sie aber auch sowas wie die Histologie reinpacken. Und auch das ist sozusagen eine Analogie zu der Konsultationsfassung der S3-Leitlinie Weichgewebesarkome, die ja nun wirklich ein Segen ist, weil sie mal eine Matrix ist, an der man sich entlanghangeln kann. Und das wissen Sie ja, eine S3-Leitlinie ist schon so stark, dass man ein gutes Argument braucht als Ärztin oder als Arzt, etwas zu tun, was nicht der S3-Leitlinie entspricht. Und da sehen Sie, dass es eine Kennzahlendefinition gibt, die heißt, Primärfälle mit prätherapeutischer histologischer Sicherung sollten, um eben diesen Qualitätsindikator zu erfüllen, mit über 90% Sollvorgabe durchgeführt werden. Das bedeutet, es gibt ja immer Individualsituationen, wo irgendwie alles ganz anders ist oder ganz schwierig ist oder, sag mal, ein Osteosarkom mit einer Femurfraktur, wo man einfach nicht umhinkommt, um diesen kaputten Oberschenkel zu stabilisieren. Das ist etwas, wo man dann eben die Ausnahmesituation hat oder es ist ein aufgeplatzter Tumor oder ähnliches. Aber dafür hat man dann eben die Referenz, die bei 10% liegt und innerhalb derer kann man sich bewegen. Ansonsten ist das eben ein Qualitätsindikator, ob die Qualität der chirurgischen Versorgung, in dem Fall Biopsieentnahme, stimmt oder nicht. Am Ende bleiben natürlich auch Fragen offen. Das sehen Sie unten in der Fußzeile. Es gibt keine Bewertung im Hinblick auf die, in Anführungszeichen, Qualität. Ist die Technik richtig? Also, Sie sehen das Männchen gezeichnet. Man kann natürlich den Schnitt auch so anlegen, dass der Folgeoperateur weiße Haare kriegt und unglücklich ist, weil dadurch der Zugang erschwert worden ist, die Operation verkompliziert worden ist. Das sind dann die Details, die aufgrund dieser hohen interindividuellen Varianz, die es eben gerade bei den Weichgewebesarkomen gibt, im Moment noch mit keiner Matrix gefasst werden können. Was ist mit der Probenqualität? Das sind Themen, die man noch bearbeiten kann. Dann die nächste Folie, bitte. Und dann haben Sie gesehen, dass ein anderes Kriterium die sogenannte hohe Versorgungsvariabilität ist. Auch das ist ein wichtiger Punkt, weil natürlich, Sie sehen unten abgebildet ganz links eine klassische R0-Resektion mit einem unfassbar weiten Sicherheitsabstand von über 2 Zentimetern. Und dann sehen Sie ein Bild, das zweite von links, aus einer Publikation mit Florian Cabellos, wo er sehr eindrucksvoll zeigen konnte, das OG steht für Overgrowing Tumorgewebe und das rechts ist das Tumorgewebe. Und das, was Sie links oben sehen, so bei 11, 12 Uhr, ist normales Muskel- und Fettgewebe. Und da sehen Sie, wie der Tumor diese Kondensationslinie, die Sie in dieser gestrichelten und gepunkteten Linie sehen, die oben so Richtung 12, 1 Uhr geht, wie dieser Tumor sozusagen über diese Pseudokapsel in Anführungszeichen hinauswächst. Und dann sehen Sie rechts daneben einen ganz, ich sag mal, wohl sortierten Tumor mit einer Reaktivzone als RZ abgekürzt. Und ganz rechts sehen Sie zwei Bilder, die nur, sagen wir mal, illustrieren sollen, wie unterschiedlich diese Kasuistiken sind und wie unterschiedlich auch die Entscheidungen sind, weil ich nehme mal das ganz rechte Bild, dass eine 70-jährige Patientin ist, die würde man ihr dieses Sarkom radikal resizieren, eine schwere Funktionsdefizitsituation hat und das vielleicht auch oder in diesem Fall gar nicht möchte. So haben wir also einfach die Situation, dass wir auch da eine Varianz haben, eine Kennzahlendefinition haben, die sagen wir mal 80% erfordert, wo man tatsächlich die R0-Resektion erreichen sollte und alles andere Gegenstand von Diskussionen ist. Da gibt es dann das Stichwort des sogenannten strukturierten Dialogs. Das kennt man eben auch aus anderen Qualitätssicherungsmaßnahmen, wo man dann in die Diskussion gehen muss mit der Qualitätssicherungsbehörde oder aber mit der Institution, die das Ganze supervidiert und auch begründen muss, warum man jetzt tatsächlich so viele, ich sag mal, R1-Resektionen oder sogar R2-Resektionen hat. Wichtig ist es, weil, und das sehen Sie unten, eben die R0-Resektion einfach der positive, vorhersehbare Faktor ist für lokalrezidivfreies und für Gesamtüberleben. Dann das nächste. Auch das ist ein Kriterium, was bewertet werden kann und was auch bewertet wird.
nämlich indem auch hier Kennzahlen definiert sind, was denn mit den Patienten bei einem lokal fortgeschrittenen Tumor, kein GIST, sondern Weichgewebesarkom, passiert. Und Sie sehen, dass auch hier sozusagen bei 25% eine Begründungspflicht besteht, wenn die Patienten mit den genannten Stadien nicht neoadjuvant behandelt werden. Also auch Veränderungen der Versorgung im Sinne von, macht der Chirurg nur seine Operationen oder hat er tatsächlich auf dem Schirm, dass es auf der Basis von Literaturdaten gute und signifikante Hinweise gibt, andere neoadjuvante Strategien in das Behandlungskonzept mit einzubauen, ist ein echtes Qualitätskriterium. Dann das nächste bitte. Und damit will ich das eigentlich schon schließen, weil man könnte diese Liste noch fortsetzen und ganz viele Aspekte herausgreifen, die hochinteressant sind, aber die jetzt sehr redundant werden. Ich will zusammenfassend einmal sagen, dass natürlich Qualität immer im Auge des Betrachters liegt. Ich habe Ihnen die anekdotenhafte Situation vorhin geschildert. Ich habe genügend Patienten, wo ich sagen muss, im Nachhinein gesehen haben wir sicherlich chirurgisch da gute Leistung abgeliefert, aber ist das die Qualität? Ich weiß es nicht. Es liegt im Auge des Betrachters. Was uns interessieren muss, ist, dass wir mit diesen Qualitätskriterien tatsächlich in der Sarkomchirurgie absolut am Anfang der Entwicklung stehen im Vergleich zu anderen Versorgungsgebieten. Im Bereich der Endoprothetik, im Bereich der hüftgelenknahen Brüche, nur um zwei Beispiele zu nennen, im Bereich der Unfallmedizin ist es längst so, dass wir weit etablierte Registersysteme haben, die jahrelang bestehen, die bedient werden, Anführungszeichen, müssen, Anführungszeichen, und die auch einen Impact haben auf die Veränderung von Versorgung. Und deswegen ist es noch ein weites, weites Feld, was man bei den Sarkomen machen kann. Klar ist eine extrem gute Vorbildfunktion, weil man natürlich schon etablierte Strukturen hat aus anderen Feldern, namentlich auch der Onkologie. Ich möchte aber schließen mit dem letzten Punkt. Diese Maßnahmen brauchen eigentlich einen regulatorischen Hintergrund. Sie kennen, denke ich, den Beschluss des gemeinsamen Bundesausschusses, des GBA, vor vielen, vielen Jahren zum Thema Kinderonkologie, der einfach dazu geführt hat, dass Abteilungen, Kliniken, die nicht in diesem Beschluss berücksichtigt worden sind, kein Geld bekommen haben, wenn sie kinderonkologische Behandlungen gemacht haben. Und nehmen Sie die Analogie der Heilverfahrenssteuerung der gesetzlichen Unfallversicherung, da gibt es ja das Sozialgesetzbuch Nummer 5 und Nummer 6, in dem die gesetzliche Krankenversicherungsthematik geregelt ist. Und dann gibt es eben das Sozialgesetzbuch Nummer 7, in dem die gesetzliche Unfallversicherung ihre Heilverfahrenssteuerung geregelt hat. Und auch hier ist es so, das wird den meisten von Ihnen gar nicht bekannt sein, dass die gesetzliche Unfallversicherung ein dreistufiges System in Deutschland aufgelegt hat, das so aussieht, dass ca. 100 Kliniken die höchste Versorgungsstufe zugesprochen bekommen haben und einige 100 Kliniken die zweithöchste und einige 100 Kliniken die dritthöchste. Warum sage ich das? Seit das so ist, wird kein Patient mit einer zu komplexen Verletzungssituation in einem Krankenhaus behandelt, das dafür nicht ausgestattet ist. Und das würde man sich natürlich auch vorstellen für die Patienten mit Sarkomerkrankungen, dass es eine entsprechende Regulatorik gibt. Und das ist ja der beste Weg, der jetzt mit der Bildung der Sarkomzentren beschritten worden ist. Und da schließe ich mich mit ein und sage ganz offen, das wäre für mich das Selbstverständlichste vom Selbstverständlichen, wenn es auch dazu kommt, dass man sagt, Herr Teger, Sie können vieles machen, aber Sie dürfen am Klinikum Kempten keine Sarkompatienten mehr behandeln, weil sie mit der dort vorhandenen Matrixstruktur die Qualitätskriterien nicht treffen. Das wäre für mich Ausdruck wirklicher Qualität der Sarkomchirurgie. Da sind wir, da sind Sie auf einem guten Weg hin und da hoffe ich, dass das auch in die Richtung weitergeht, weil eben viele, viele Schicksale aus den vergangenen Jahren man sich anders hätte vorstellen können, würde es denn diese Strukturen geben. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass Sie nicht enttäuscht sind, dass ich Ihnen keine blutigen Bilder und Ähnliches gezeigt habe.